Also ja, wie gesagt, ich könnte mir noch drei Runden leisten. Mensch, lasse ich jetzt mal aus, weil ich denke, wir kriegen am Anfang von Shadow of the Phoenix eine neue. Elfen und Orks vielleicht. Mal gucken, was wir auf der Abgrund-Map gebraucht haben. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Dunkelelfen lasse ich auch mal aus, weil Dunkelelfen kommen ziemlich spät und ich glaube, bis dahin kriegt man eine neue. Ja. So, gehen wir doch einfach in die südliche Schatzkammer. Da bleibt nur noch eine Truhe in der nördlichen Schatzkammer. Die mittlere haben wir voll geleert. Und die südliche haben wir dann auch voll geleert. Sind wenigstens dann. Ja. Zwei von dreien. Alena. Sonne und Stern. Sonnenmünze und Sternenmünze. So, weil hier ist hauptsächlich irgendwelcher Tant drin eigentlich, von dem wir schon mehr als genug haben. Deswegen waren das die Truhen, die ich ausgelassen hatte. Und ja, die Assassinen mit den Hackbeilen. Schattenklinge mit Morgenstern. Der Todesritter sieht da immer noch am realistischsten aus. Oder der Havok mit seinem Stab. Aber ja, auch der Kriegsherr mit dem Schwert geht einigermaßen. So, das heißt. Vor dem Abgrund speichern. Speichern wir am besten hier. Dann gehen wir mal in den Abgrund gucken. Und dann entscheiden wir, ob wir Runen brauchen oder nicht. Auf jeden Fall muss ich gucken, dass ich im Abgrund das Level mache. Also ja, da wir im Abgrund eh den vier Dark töten müssen. Es ist soweit. Von hier ab führt der Weg in die Tiefe. Irgendwo dort unten hält er Senven gefangen. Lena! Lena! Willet, ich dachte, du wärst tot. Oh nein! Feuerleute Willits gefangen nehmen und hierher schleichen. Aber Willit geflohen und versteckt. Dunkelmann großen Zauber vorbereitet. Viele Sklaven arbeiten. Wir müssen uns beeilen. Wartet! Ihr nicht kommen dorthin. Große Wände aus Feuer im Weg. Geisterfeuer, sie es nennen. Geisterfeuer. Es brennt heißer als jede Flamme. Dort gibt es kein Durchkommen. Geisterfeuer wird durch die Lebenskraft mächtiger Wesen genährt. Willet, versuche dich zu erinnern. Weißt du, an welche Seelen die Feuer gebunden sind? Argor? Koliprak? Flammagor. Sie, Wächter über den Abgrund. Dunkelmann macht Ritual mit ihnen. Das muss es sein. Jede der vier Kreaturen hält eines der Feuer am Leben. Wir müssen sie vernichten. Okay. In den Abgrund.
Ja, Aufbruch in den Abgrund haben wir damit abgeschlossen und sind jetzt in den Abgrund. Im Abgrund am Herzen der Welt bereitet der Fialdark das Ritual vor. Nehmt die Schattenklinge und steigt hinab in die flammende Tiefe. Es ist an der Zeit, den dunklen Prinzen aufzuhalten. Die Feuerwände. Vier Feuerwände aus Geisterfeuer blockieren den Weg zu Senven. Die Kraft der Flamme ist an die Lebenskraft mächtiger Wesen gebunden. Ihr müsst diese Wesen vernichten, um die Feuerwände zu löschen. Findet das Lager von A und tötet ihn. Findet das Lager von Gordon Schlechter und tötet ihn. Findet Koliprak und tötet ihn. Findet Flammagor und tötet ihn. Die gefangene Elfe. Im Abgrund wird Senven, die Königin der Eiselfen, von dem Fialdark Dark gefangen gehalten. Findet Senven, die im Abgrund gefangen gehalten wird, und befreit sie. Und ja, ich sehe schon zwei Monumente hier. Okay, Orks und Elfen. Oh, gut. Da ihr seid. Willig hat vergessen zu erzählen. Was gibt es? Kreaturen hausen im Abgrund. Gefährlich. Aber Willet ihre Schwächen kennt, ja. Lass hören. Ihr glauben, sie alle lieben das Feuer? Oh nein. Manche mögen das Feuer, andere hassen es. Pelz gut brennen. Nun, lass gut sein, Willet. Ha, ich helfe euch. Ich komme mit. Ja, Willet. Also gut, wir leisten jetzt erstmal Vorarbeit. Ich weiß nicht mal, ob wir hier ein Heldenmonument haben werden. Ich kann mich aber noch dumpf erinnern. Elfen für Feuer. Also gegen Feuer. Und Orks gegen Eis. Linien müssen halten. Das ist ein Hinterhalt. Vorsicht, Gegner. Wir werden angegriffen. Das ist nicht gut. Das ist ein Hinterhalt. Vorsicht, Gegner. Dann halten, Männer. Wir werden angegriffen. Das ist ein Hinterhalt. Die Linien müssen halten. Wir werden angegriffen. Okay, wir können. Halten. Genau. Ich wollte gerade sagen, wir können hier gleich laden. Ja. Okay. Gut, das heißt, ich besorge mir jetzt für Orks und Elfen noch die Runen. Wobei für Elfen auf jeden Fall. Wie viel Geld habe ich jetzt noch? Vielleicht ist er ja noch ein bisschen billiger geworden, also Knoblin. Ich weiß gerade gar nicht, ob man die Cutscene überspringen kann. So. Nee, immer noch 199. Ich wollte Elfen.
Das sollte mir mal reichen. Die kann ich später verkaufen. Weil mit den Orks kann ich eh nicht so viel machen. Außer die beiden Frostwölfe töten. Also es gibt, glaube ich, zwei Frostwölfe und zwei Feuergolems waren das. Also Flammogar ist auf jeden Fall ein Feuermonster. So, dann gehen wir mal hier durch. Gucken uns nochmal die Cutscene an. Es ist soweit. Von hier ab führt der Weg in die Tiefe. Irgendwo dort unten hält er Senven gefangen. Lena! Lena! Willet, ich dachte, du wärst tot. Oh nein! Feuerleute Willits gefangen nehmen und hierher schleichen. Aber Willit geflohen und versteckt. Dunkelmann großen Zauber vorbereitet. Viele Sklaven arbeiten. Wir müssen uns beeilen. Wartet! Ihr nicht kommen dorthin. Große Wände aus Feuer im Weg. Geisterfeuer, sie es nennen. Geisterfeuer! Es brennt heißer als jede Flamme. Dort gibt es kein Durchkommen. Geisterfeuer wird durch die Lebenskraft mächtiger Wesen genährt. Willet, versuche dich zu erinnern. Weißt du, an welche Seelen die Feuer gebunden sind? Gor, Kolipak, Flammagor. Sie, Wächter über den Abgrund. Dunkelmann macht Ritual mit ihnen. Das muss es sein. Jede der vier Kreaturen hält eines der Feuer am Leben. Wir müssen sie vernichten. Okay. Du hast noch was zu sagen, Gerd? Was gibt es? Das können wir mal kurz überspringen. So, dann holen wir uns den Seelenfelsen. Ja, weil gegen die imperialen Truppen mit Brandern kämpfen ist Blödsinn. Manticore, okay. Gut, da kommt die Armee, die uns vorhin getötet hat. Und ja. Das heißt, darunter schlecht die Idee. Da ist auch wahrscheinlich der Eingang zum Feuer. Oder das ist eine Patrouille. Oh, Manticore. Oh. Geisterbrecher und ein paar Imperiale. Gut, aber ich würde sagen,
Wir stellen uns hier hin und genießen die Aussicht. In den Abgrund hinunter. Das ist wirklich der Abgrund. Das ist noch schlimmer als der Schlund aus Order of Dawn. Ah ja, an der Stelle speichern. Und dann gibt es hier erstmal einen Cut. Bis gleich.